Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, letzter Feldzug 1865. Ja, wir schlagen vor den Toren auf von Washington, haben ja die Nebenmission geschafft. Das heißt, die Armeegröße des Feindes ist minus 10%, die Moral ist minus 10 und die Waffenqualität ist auch minus 10. Und ihr seht, ich habe noch ein bisschen Geld, aber keine Männer mehr. Und ja, musste mir hierüber nochmal Leute, naja, Leute nicht, aber eher Geld besorgen, weil ich keine Geld mehr für die Waffen hatte. Weil ich habe zu spät gesehen, ich habe das Video zwar schon angefangen, aber zu spät gesehen, dass wir hier noch ein fünftes Korps unterbringen. So, dann würde ich mich sagen, machen wir es mir folgendermaßen. Heinrich Hauptangriff, Robert Lee Sekundär, ja, meine, ich habe es immer gesagt, Reserve, kommt dann über die linke Flanke. Die Kriegsdienstverweigerer, die mit der wenigsten Erfahrung, nehmen die rechte Flanke, weil das waren ja hier, die drei Punkte waren ja priorisiert und die rechte Flanke eher weniger. Wir haben auch weniger Brigaden. Der fünfte Korps, ja, das hat ja nur die ganze Zeit so einen General gehabt. Jetzt haben wir nochmal schnell ein paar Einheiten nachgekauft, was ich konnte. Ist jetzt nichts Berauschendes drin. Aber nochmal 9300 Mann, ein bisschen Kavallerie und ein bisschen schlechte Artillerie. Da haben wir 41.000. 41.000. Da haben wir 31.500. 24. Ja, das ist, wird auf jeden Fall die größte Schlacht. Ach, hier unten wird es halt summiert. Mit 164.000 Mann. Washington, 10. April 1865. Trotz unserer jüngsten Siege können wir der unendlichen militärischen Kapazität der Union nicht die Stirn bieten. Während unsere eigenen Verluste von Ressourcen und Soldaten kaum mehr auszugleichen sind, wir haben einen kritischen Punkt im Krieg erreicht und benötigen einen maßgeblichen Sieg, der den feindlichen Kampfwillen völlig vernichtet. Wir haben uns unsere jüngsten taktischen Erfolge zunutze gemacht und unsere Armee durch das Tal nach Maryland bewegt, um Washington aus dem Norden anzugreifen. Washingtons Mauern, Verteidigungen sind... Was lese ich denn da überhaupt? Wo steht denn da Mauern? Washingtons Verteidigungen sind von dieser Seite aus nicht so stark. Da die Befestigung der Stadt aufgrund der vielen Bäche Lücken aufweist, während die Armeen der Union uns zögernd und mit Abstand verfolgen, werden wir ihre Hauptstadt angreifen und sie einnehmen, bevor sie die Chance haben, sie erheblich zu verstärken. Wir werden während unseres Angriffs einen Teil unserer Streitkräfte dazu anweisen, die Stadt unbemerkt über die Wälder von beiden Seiten zu flankieren wahrscheinlich. Kann man runterscrollen? Ich hasse es mit dem Text, dass man nicht scrollen kann, nichts machen kann. Na gut. Genaues Briefing kriegen wir ja gleich. Ich hab mal gucke, hier ist ganz schön viel Befestigung drauf, ne? Und das ist ganz schön fett, das Ding da. Ist das eine Burg? Wir werden es ja gleich sehen. So, Start. Ready. General, das ist unsere große Stunde. Heute können wir Washington erobern und den Krieg gewinnen. Yes! Historisch korrekt. Wir gewinnen. Nichts anderes ist damals passiert. Ah, es sind ja noch mehr solche Festungen. Durch diese Wälder werden wir unseren ersten Angriff starten, während einige unserer Divisionen ein weiträumiges Flankenmanöver durchführen werden. Um die Westseite der Stadt ins Visier zu nehmen. Jawohl. Unser Hauptangriff wird von Norden aus durchgeführt. Es wäre ratsam, unsere besten Männer mit dieser Aufgabe zu vertrauen. Haben wir gemacht. Heinrich führt diese Armee an. Ich persönlich. So, das sind da. Der nördliche Angriff wird durch einige weitere Divisionen unterstützt. Der Rest wird sich in Richtung Südwesten, um Washington östlich zu flankieren, okay. Das war die Flanke von hinten vorhin, ne? Ganz viel Tal, ist wieder eine kleine Map und diese... Oh Gott. Fort DeRussy ist ein beachtliches Befestigungswerk. Aha.
das die Nordwestseite Washington abschirmt. Es ist die erste Festung und auf die wir heute treffen werden. Kann ich da meine Leute einfach rüberschicken? Oder muss ich hier das Tor einnehmen? Das sieht ja gar nicht hochkommen. Sieht zu steil aus. Das müssen wir mal testen, ey. Ach, das wird dann noch besser. Ach, ich sehe gerade, das haben die einfach hier mit Sand aufgeschüttet. Aha. Billige Bauarbeiter hier. Einfach hier Holzstämme an der Seite, Sand aufschütten oder Erde, zack, fertig. Aha. Fort Stevens ist das stärkste Befestigungswerk in der Gegend. Wir müssen uns sehr sorgfältig überlegen, wie wir diese mächtige Militäranlage angehen und erobern wollen, ja. Oh, da sind auch wieder schöne Gräben. Das ist ja auch nicht zu verachten. Fort Slocum schützt den nordöstlichen Zugang zu Washington. Deswegen müssen wir es ebenfalls einnehmen. Ja, wir müssen alles einnehmen. Den totalen Sieg für die Konföderierten. Ach ja. Die Unionisten haben während der letzten Monate zusätzliche Befestigungen um Washington errichtet. Fort Washington ist eine neue Festung, die die... Ja? Was ist... Ja, was denn, Katze? Willst du mitkämpfen? Wenn nicht, halt den Rand. Die nördlichen Vorräte dominiert und sich leider im Weg unserer westlichen Flankierungsstreitmacht befindet. Aha, schön in Sternform. Das ist immer gut. Ja, ich glaube, wir werden sehr viele Leute verlieren. Also es ist richtig viel. Also richtig viel werden wir verlieren. Einen neuen Rekord werden wir aufstellen. Fort Thomas ist ein weiteres neu gebautes Befestigungswerk, das von unserer östlichen Flankierungsstreitmacht eingenommen werden muss, bevor sie auf Washington vorstößt. Jawohl. Erst nachdem diese fünf Festungen und das Netzwerk aus Gräben erobert wurden, können wir auf die Stadt vorrücken und diese einnehmen, General. Dies wird unser härtester Angriff und unsere wichtigste Schlacht. Lassen Sie uns den Krieg gewinnen. Jawohl. Hurra. Wir kämpfen. Wir beginnen den Angriff aus dem Nordwesten. Hoffentlich ist der Feind zu sehr mit Kämpfen beschäftigt, um die in südlichen Richtung marschierende Flankierungsstreitmacht deswegen quasi ablenken. Sicher, den ersten Hügel hier. Die erste Verteidigungswelle. Die Unionisten haben uns nicht erwartet. Fort DeRussy wird nur leicht bewacht. Wir können es von unseren Truppen aus stürmen lassen, bevor, okay, es verstärkt wird. Also müssen wir Gas geben. Ja, da kommt die Verstärkung. Feindliche Verstärkung wird aus dieser Richtung erwartet. Handeln Sie mit Vorsicht. Es heißt jetzt schnell einnehmen oder mit Vorsicht einnehmen? Also es heißt, ich würde sagen, hier... Ja. Ach, hierher kommen willst du auch nicht. Dann geh weg. Aber nerv nicht. Wir kämpfen hier gleich. Wichtige Schlacht, Katze. So, was ich sagen wollte, hier frontal drauf, gehen viele Leute tot. Wenn wir das eingenommen haben, müssen wir uns hier so positionieren, vielleicht, wenn hier nichts ist, dass wir die gleich hier vom Fluss abfangen. So die Strategie. Mal gucken, wie die Umsetzung wird. Ist ja immer was anderes. Kanonen erstmal ganz nach vorne, dann sparen sich 50 Meter. Eigentlich kann alles nach vorne hier. Es geht um jeden Meter. Jeder Meter. Oh, oh, oh. Siegfried, Entschuldigung, die habe ich vergessen, Leute zuzutun. Oh, oh, Schande über mein Haupt, ich habe dich übersehen, Siegfried, ich hoffe, du wirst es überleben und mir verzeihen. So, Start Battle. Kanönchen mit Hühnchen. Ich würde die auch schon so ziemlich hier hinpacken. Kann man hier ein bisschen beballern, da ein bisschen beballern und dann hier leichter hinpacken. Munitionswagen, General Heinrich, erstmal dahin. So. Ihr nicht schlafen, Jungs. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid, aber echt mal. Komm her, 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 komm her. Lauf mir, Schweine. Lauft um euer Leben. Na, sind ein bisschen zu weit gefächert. Das werden wir noch mal ein bisschen ändern. Kommt erstmal hier hin. Du hast auch Laufen aktiv? Nein, hast du nicht.
So, dann nehmen wir mal euch. Den Rest. Boah, nimm doch dahinter. So. Hier, oh, das ist auch zu viel. Ihr positioniert euch dahin. Jetzt müsste alles dufte sein. Oh, die werden schon gesehen. Alter Schwede. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Komm mal dahin. Guck mal da. Dich habe ich noch nicht positioniert. Das ist ganz doof. Komm mal hierher. Lauf, Junge, lauf. Jetzt müsst ihr aber alle beschäftigt sein, ne? Ja, gut. Alle beschäftigt. Die Kanonen kommen gar nicht an. Also die Kanonen kann ich gleich in die Mitte ziehen. Zum Abfang. Der Verstärkung. Ja, ja, das kommt gut an, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, das müssen wir schnell einnehmen. So. Ich warte, bis alle im Wald sind quasi. Wohl ihr hier, ihr freudigen Leute, ihr könnt mal gleich weiter. Damit wir hier so ein bisschen um die Seite kommen. Ah, der Fluss ist ein bisschen hart. Darum will ich hier diesen Punkt haben. Hier. So, kommt über den Fluss, Leute. Die Kanonen sind Weihnachten noch nicht da. So. Habt ihr das geschissen bekommen? Nein. Checkt mal den nächsten Wald aus da. Kavallerie. So, 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 so. Ja, ich bin zu ungeduldig. Wir brauchen einen Kampf. Fight for your rights. So, unsere restlichen Truppen marschieren durch die Wälder. Scheiße, hätte ich doch warten sollen. Jetzt kommt mal her hier. Laufen, laufen, laufen. Wir brauchen euch. Reload, ja. Kanonen, die wahrscheinlich erst Weihnachten da sind, packe ich doch mal dahin. So. Geht ihr? Schlaft ihr? Nein? Gut. Attacke. Ihr, euch vier. Ihr bei dahin. Ihr geht nochmal Tuck dahin. So. Geht hier hin. Ran. Einfach erstmal ran. So, frontal. Ran da. Siegfried, nicht schüchtern sein. Ran. Weiter ran. Die müssen sterben. Deckungsfeuer. Nahkampfleute nach vorne. Nahkampfleute nach vorne. Hopp, 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 hopp. Zack, 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 zack. Hier haben sie auch sich eingekrochen, da die Schweine. Die müssen auch weg. 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 So. Da. Charge. Weiter. Haben wir hier noch Nahkämpfer? Nahkampf. Hier, Nahkampf. Charge. Ah, die laufen schon. Scheiße. Ihr müsst schon kämpfen, Männer. Kämpft für den Sieg. Für die Freiheit. Wir wollen selbstständig sein. Wir lassen uns von Washington nichts mehr diktieren. Die Gesetze können sie behalten. Wir machen es, wie wir es wollen. Ey, du musst da schon mal rein, ne? Also hier, den da will ich haben, ne? Okay. Angriff unterbrochen. Der läuft nach Hause. So, der nächste Nahkampf. Komm mal wieder ran, mein Freund. Komm mal ran. Komm mal ran. So, jetzt gibt's aber hier dicke Nahkampfhilfe. Charge. Du da vorne. Ah, du musst noch aufladen. Hier. Charge. Lädt nur auf. Na komm, lad schneller, mein Freund. Du, Angriff. Er rennt schon wieder. Die rennen automatisch. Kriegen gleich so dermaßen auf die Fresse da. Ist unglaublich. Weiter. Was machst du denn da? Stell dich da mal hin. So. Hier auf den da. Attacke. Nachrücken. Ich krieg die nicht tot. Das gibt's doch nicht.
Warum sterben die da nicht? Die müssen doch so motiviert sterben, das gibt's doch gar nicht. Ich hasse das Ding jetzt schon. Wir brauchen Nahkampf, Leute. Voraus. Nahkampf. Voraus. Ich lasse nicht nochmal alleine angreifen. Oh, die laufen. Fantastisch. Dann kommen wir gleich dahin. Gehen wir gleich in diese Richtung. Und Loomis. Kommen wir auch hier lang. So, haben wir jetzt wieder was Nahkampfmäßiges da. Charge. 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 Oh, die laufen. Attacke! Die formieren sich hier unten. Die Schweine kommen von unten. Kommt mal da rum. Aber zackig. So, wir brauchen da ein bisschen Leute. Aha, hier sind schöne Mauern, die können sie mich schön verteidigen, die Schweine. Was machst du? Die kriegen wir nicht weg da, das gibt's doch nicht. Muss doch mal sterben, Mensch. Ah, schade, den haben sie noch erwischt. So, die Kanonen brauchen wir jetzt auch nicht mehr warten. Die würde ich gleich bis hier hinziehen. Oder hier und so. Nee, es ist alles zu breit. Komm mal her. Kanönchen mit Hühnchen dahin. Kanönchen mit Hühnchen dahin. Heinrich und zack. Dahin. Oh, hier gleich weiter ran da. Holt mir diesen Loomis da weg. So, wir haben ihn von der Mauer da vertrieben. Das ist super. Die laufen. Das heißt Nahkampf. So. Attacke! So, hier unten würden sie gleich schön in Empfang genommen, wenn sie rausrennen und gleich gekillt. So habe ich es am liebsten. Oh! Alter, Ferrero! Da ist er was! Männer, kommt hier an den Hügel. Zacki, zacki! Da kommt was. So, hierher. Loomis, zacki, zacki. Aber sowas von. So. Jetzt müssen wir hier weiter. Weiter. So. Und einmal durchatmen. Da kommt nämlich dicke Verstärkung. Die Kanonen sind hier doch ein bisschen falsch. Vielleicht noch ein Stück näher ran. Die drei lasse ich da mal so. Ach, die sind noch gar nicht da. So, starke Einheiten, würde ich sagen. Was haben wir denn hier so? Wir haben hier noch ein, zwei schwache, ne? Die Dolle angeschlagen sind, lasse ich da mal reinlaufen. Und die anderen kommen erstmal dahin. So, formieren. Ganz wichtig, meine Leute. Ah, die kommen von da auch. Wir könnten sie auch von dort so ein bisschen, aber... Ich wollte sie eigentlich gerne hier gleich weghauen. Aber die laufen? Fantastisch. So,
So, dann gleich da rein. Weiter. Dass der Loomis so ein bisschen in Deckung ist. Der Arme. Loomis, Deckung. Anson, Feuer. Jetzt kriegt der Wooker von allen Seiten was. Das ist so und so gefällt mir das. Weiter. So, Hansen und so. Kommt mal da rum. Weiter ran. Weiter ran. Du machst erstmal Halt, mein Freund. Hast du Deckung? So gefällt mir das. So. Kanönchen mit Hörnchen ist da. Wir können hier noch ein bisschen weiter ran. Einfach ein bisschen weiter ran. Ne? Wenn wir Spaß haben hier. So. So, Loomis, wir müssen drehen. Und jetzt zieht weiter runter. Weiter runter. Und ihr drei. Na los, da. Ihr habt ein bisschen Deckung. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. So. Ich packe dich nochmal dahin. Nochmal 2000 Mann. So, dann bleibt du mal einfach da. Dann haben wir jetzt das auf jeden Fall safe. Und hier haben wir noch Reserve. So, wir schießen sie ja quasi vom Feld. Ja, motiviert kommen sie. Komm mal dahin. Und hier kommt dahin. So, weitere Trupps aus Smiths Korps wurden gesichtet. So, weißt du was? Die Kanonen ziehen wir nochmal hier näher ran. Dann kann die Kanone noch da näher ran. Und dann sollen sie mal kommen, da die Schweine. Oh, greifen sie das Fort Stevens an. Ja, das war die erste Runde. Zeit 22 Minuten. Ich habe zu viel gequatscht am Anfang. Ich würde sagen, den machen wir auch nochmal. Fort Stevens. Ja, ich muss mal kurz... Scheiße, kein Wasser hier. Nein! Kein Wasser. Na gut, dann muss ich... ich habe schon eine trockene Kehle kriege hier. Wir rücken nun von Norden hervor. Jawohl. Ein bisschen Felder, ein bisschen Wald, aber nur ganz wenig. Doofes Gelände. Das ist ja noch, größer. Unser vorrangiges Ziel ist Fort Stevens, die größte und stärkste Festung in der Gegend. Einer unserer Soldaten hat Lincoln entdeckt. Was? Lincoln war auf dem Schlachtfeld? Das gibt's ja nicht. Ist das wirklich so gewesen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich dachte, er hat sich eher zurückgehalten und ist in Washington geblieben, aber naja. Der uns von Fort Stevens aus... sein Fernglas beobachtet. Kein Zweifel, dort wird er nicht lange bleiben, wenn er unsere Veteranen auf sich zukommen sieht. Genau! Ui, die kriegen auch Verstärkung. Die Blauröcke reagieren auf unseren Angriff und haben Infanterie aus Washington Verteidigungsanlagen abgestellt. Was? Was ist das für ein Satz? Schlechte Neuigkeiten für uns. Gute Neuigkeiten für unsere Soldaten, die das Flankenmanöver durchführen. Sie werden gegen weniger Yankees kämpfen müssen. Ja, schön. Dafür hat mein Hauptangriff jetzt noch mehr an der Backe und wir haben diese scheißdicke Festung vor uns. Ich bin schon froh, dass ich die andere gerade gekriegt habe. Wir haben außerdem bei den Farmen dort vor uns Feindbewegung festgestellt. Es scheint, als würden sie uns hinter diesen Zäunen aufhalten wollen. Wir müssen uns schnell mit ihnen befassen und dann weiter Süden marschieren. Also wir müssen sie eliminieren. Oh, es geht... Oh, 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 Pause, Pause, Pause. Das geht ja hier noch weiter. Das ist ja gar nicht undoof. Weil wir haben jetzt hier Kapazitäten frei. Und die Kapazitäten können wir auch quasi nutzen, ne? Wir drängen sie hier schön zurück. Das macht ja Spaß. Ich liebe sowas. Und dann können wir die nicht benutzen und quasi hier durchmarschieren und vielleicht von zwei Seiten angreifen. Das würde echt gut sein, kommen. So, haben wir hier jede Menge freiwilliges Material. So, damit das ein bisschen...
Ja, von wo werden die wohl kommen? Oder wo könnten wir... Ich würde sagen, die packen wir da lang. Das. Den Rest schicken wir geradezu durch. Ja, die Kanonen und Heinrich kommen erstmal geradewegs da lang. Wer ist denn hier General? Ich dachte, hier wäre General. Oh, hier ist Lee. Ach, das war die Armee von Lee. Ja, gut zu wissen. Na, die werden, die können wir schön aufreiben hier. Das gefällt mir. Nee, bleib mal hier, Junge. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht bewegen. Aber die werden sich hier verstecken wahrscheinlich. Sollen sie da ruhig noch schön einen auf die Nase bekommen? So, unsere Brigaden treffen ein. Beeilung. Verteidigen Sie die Festung. Ich bin schon dabei, auf offenem Feld hier. Ne? Ich kenne ja nichts. Yankee-Infanterie hinter den Zäunen. Ah, hier. Bisher nur ein General. Ich versuche über diesen Fluss noch zu kommen. Jawohl, da sind sie. Okay. Wie erwartet. Was machst du denn hier, Frank? Frank, hi. Komm mal lieber hier. So, Männer. Übertreten. Übertreten. Und ihr Süßen, kommt mal auch bitte da lang. So, dann haben sie mich hier ein bisschen beschäftigt. Ach, hier ist ja noch mehr von diesem Pack. Hansen, ja, komm mal da rein und deck dich und, ne? Ah, hier kommt ja noch mehr. Oh, so viele Leute, ist ja unglaublich. Ist ja wie Weihnachten. Diese ganze Infanterie ist ja der Hammer. So, ach, das funktioniert schon so, ohne dass ich da richtig zugucken muss. Fantastisch. Weiter. 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 So, gar nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Und go. So, ihr drei. Das ist schon ziemlich nah an dieser Festung. Macht mal hier bis dahin. Weiter vor. So, mal kurz Pause machen. Wir müssen mal kurz hier rüber schauen, ne? Weil hier haben wir eine dicke Infanterie und dicke Kanonen. Ich würde jetzt diese Kanonen gerne... Naja, warte mal. Ich werde jetzt hier erstmal die Infanterie hier rüberführen. Und ihr Süßen werdet erstmal hier näher rangehen. Dasselbe machen die beiden Süßen. Die kommt dahin, bitte. Und... Ihr bleibt dahin. Du hältst mich mal zurück. Genau wie ihr drei. Ihr geht einfach nur ein paar Meter nach vorne und bleibt mal da, wo ihr seid. Denn ich würde hier gerne die Kanonen abziehen und dass wir wirklich von zwei Seiten die, ja, ich sag's mal böse, penetrieren, ne? So. Zack. Attacke. So. Auch ihr. Attacke. Komm mal weiter in den Wald rein, mein Freund. Und Attacke. So, weiter. Nee, du schießt mal da drauf. Komm mal von der Seite. So. Das geht eigentlich. Kanonen. Hierher. Ich hätte gerne alle Kanonen da beim Übergang. So, Infanterie. Ich glaube, hier unten brauche ich mich gar nicht mit ärgern, aber können sie ja mal aufstellen. Ich glaube, ich würde sie einfach oben lang ziehen. Brauchen wir, die können wir ja mal ignorieren, gepflegt. Ui, das sollte jetzt nicht passieren, Jungs. Ah, ihr werdet zurückgeschlagen. Scheiße. Ihr seid ein bisschen zu hastig gewesen. Freunde der Nacht.
So, dann würde ich sagen, ihr positioniert euch dahin. Dahin auf die unten, hier scheiße ich. Boah, die müssen schon mal gehen hier, ne? Das ist ja klar. Boah, die drängen mal langsam zurück. Passt schon. Aber hier müsste man ein bisschen weiterkommen. Kanonen würde ich auch noch weiter bewegen, dass wir schnell bis zur Festung da rankommen. Frank, du musst auch hinterher. So, auch die laufen. So, wir kommen langsam an. Die laufen auch. Komm mal hier vorüber. Und ihr auch hier gleich als Verstärkung rüber. Manpower. Manpower. Hier rüber. Attacke. So. Auch ihr weiter vor. Weiter vor. Die schlagen sich schon alleine zurück. Wen habe ich da vergessen? Wo ist da hier wer? Da ist eine Kavallerie, habe ich vergessen. Kavallerie packe ich erstmal hier in die Festung. Und Lee und so kommt auch nochmal dahin. Ouch! Genau. So, jetzt ist die Armee hier aber ein bisschen zu weit weg. Jetzt müssen wir ein bisschen Meter gewinnen hier, ne? Ein paar Armee der Attacke. Weiter. Kanönchen mit Hühnchen. Ich liebe es, wenn ich das sage. So, ihr. Ja, jetzt pennt ihr schon. Feuer auf den. Weiter. Die Linie wird vorgezogen. Vorziehen. Und ihr, was immer ihr macht, kommt mal gleich näher. Die leben ja noch alle da, verdammt. So, Kanonen ziehe ich auch gleich hier vorne hin. Weiter. So, komm mal her. So, euch ziehe ich hier auch mal ab. Eine Einheit lasse ich da, falls ihr doch mal von irgendwer von hinten kommt. Dass wir da nicht so ganz schutzlos sind. Ich ziehe mich erstmal dahin. So, laufen, 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 laufen. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Weiter, weiter, weiter. Kommst du? Marschieren! Stehen bleiben ist der Tod. Hier, Hansen, kümmere dich mal um die Kanonen, die nerven. Ach, wir haben noch Kavallerie. Kavallerie! Ah, die laufen schon. Okay, ist platt. Kannst behalten. So, weiter, 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 weiter. Wir nähern uns den Mauern. Wo sind die Kanonen? Kanonen, Kanonen. Weiter ran, weiter ran, weiter ran. Wir müssen alle weiter ran. Die weiter ran, die weiter ran. Oh. Da brauchen wir kurz Unterstützung. Gegen Ruger. So. Haben wir es jetzt hier mal geschissen bekommen? Attacke. Ah, ich glaube, wir um diese Position bleiben wir auch nochmal. Wir gehen einfach nur ein bisschen weiter zurück. Du bleibst auch hier. Wir ziehen weiter. So. Wir haben jetzt echt nicht mehr so viel Zeit, Jungs. Ich würde jetzt echt mal sagen, Kanonen, Feuer. So, erstmal alles, was wir haben. Näher. Nee, warte mal. So, näher ran. Näher ran. Aber hurtig. Oh, ich glaube, ich habe mehr ausgewählt. Puh, näher ran. So, näher ran. Ah, da läuft schon was zurück. Mal
Stück Wanderkanonen. Ich glaube, wir bleiben hier echt nochmal mit ein bisschen Reserve. So, jetzt haben wir aber hier... jetzt wird geballert. Komm, jetzt wird geballert. Das habe ich nie noch versteckt. Ja, nee, so viel brauchen wir da nicht als Reserve. Weiter, weiter. Ich bin ja ein Freund von ein bisschen Einheiten zurücklassen, aber so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Die Hansen könnten mal da bleiben. Frank, ganz wichtig. Ihr kommt mal mit. Weiter, weiter. Ne? So. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Könnt ihr warten? Ich kann nicht warten. Nahkampf. Nahkampf. Haben wir noch was? Hier, zack, Nahkampf. So, haben wir von euch was hier, was irgendwie Bock hat auf Kampf? Nee, also weiter nach vorne. Nahkämpfer nach vorne. Ups, was ist denn dahin? So, hier seid ihr in der Reserve. Upsala. Nee, bleib du mal da. Ihr drei sollt einfach da bleiben. Hier so. So. Oh, wir haben sie rausgehauen. Das ist ja der Hammer. So. Nachrücken, Männer. So, hier machen wir bei euch machen wir mal kurz Halt. So, da haben sie einen zurückgeschlagen. Schütze, Schütze, Schütze. Wo sind meine ganzen Nahkämpfer, Jungs? Ihr dürft auch mal zuhauen. Komm, haut einmal zu da. Nahkampf. So. Anna. Anna. So, dann, da wir gleich hier von der Seite was kriegen, schon mal positionieren. Ihr drei Schnuckis, positioniert euch. Ach, das ist zu viel. Hey, du da. Position ich da hin. Und, ja. So, rein da. Hier ist auch alles voll. Warte mal ganz kurz, Pause. Ich habe hier hinten noch so einen Arsch voll. Ach, die sind auch erst gerade gekommen, oder? Habe ich das irgendwie verpasst? Ach, das ist diese Verstärkung, die war... Das ist meine echt... Meine Besten der Besten. Eigentlich eher weniger. Die Schlechtesten der Schlechtesten. So, ja, komm. Haut erstmal dahin, ne? Wenn ihr da seid, gucken wir mal, ob wir euch gebrauchen können. Ich denke mal, das wird schon. Euch können wir gebrauchen. Dann würde ich hier auch diesen ganzen Bereich einfach mal eliminieren. Ja. So, du auch. Naja, nicht so weit. Heinrich ist da auch noch. Was ist denn da, Heinrich? Komm mal ein bisschen näher. Na? Was hast du zu tun? Dann gucken wir gleich, was sich noch nicht bewegt und dann weiter. So. Ja, die ganzen Kanonen können wir ja schon mal ein Stück weiterziehen. Ich glaube, hier können wir auch jetzt mal alles dahin ziehen. Die drängen wir jetzt komplett da raus. So, was ist denn hier los? Jetzt stören die mich langsam da an der Seite. Hier sind die Mauern bewandt. Vielleicht kriegen wir sie doch noch weg.
Hier, schlacht sie ab, töte sie, eliminiere sie. Yeah! So, ihr, die alle draußen seid, hier vorne positionieren. Hier ist Lagebericht. So, Nahkampf. Gleich hier drauf. Polk, zack, bemannt die Mauern. Loomis, nee, du bist zu schlecht. Gut, bleib mal da, bemannt die Mauern. Wer ist hier geschwächt? Keiner. Weiter. So, Nahkampf. Attacke. Schützt die Mauern, oder die Leute, die dahinter sind. So, Camper. Position halten. So, Lane, komm mal her. Wir brauchen da mal Hilfe. So, her damit. Manpower. So, die rücken zurück. Das heißt, wir rücken vor. Attacke. Vorlaufen. Wollt ihr ewig leben? Nein, das wollt ihr nicht. Attacke. Hopp, 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 hopp. Haben wir was vergessen? Ja, Kavallerie und Einheit. Komm mal entgegen hier, mein Freund. Komm mal runter da. Ah, die laufen zurück. Oh, die haben wir gefangen genommen. Auch schön. Wo ist man hier? Wo ist hier der General? General Hotzenplotz. Heinrich, komm her. Haben wir auch gefangen genommen. Fantastisch. Das läuft ja wieder am Rande hier. Das ist ja der Hammer. So. Oh, jetzt schnabulieren wir die mal da weg. Wenn die weg sind, kommen wir hier von der Seite. Ich hab da eigentlich keinen Klemmer. Komm her. Zack. Komm mal ran. Komm mal ran da. Hier auf. Attacke. Die holen wir uns jetzt alle, die ganzen Blaurücken. Diese Schweine holen wir uns jetzt. Zack. Die Forts haben wir soweit sicher. Ah, die laufen da schon. Kanone kann man vielleicht entgegenkommen. Lee und Munitionswagen auch. Komm. So. Attacke. Das soll alles uns gehören, verdammte Scheiße. Randa. So. Löhnchen ran. Gibt nichts zu tun oder was? Komm, laufen. Tut mir leid, ihr Schweine, aber ihr müsst laufen. So, komm, ein paar Schützen lassen wir da mal da. Da als Reserve. Ich weiß auch nicht, was kommt, wie die Schlacht verläuft. Bestimmt wieder mehrere Tage. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt und es wird definitiv nicht an einem Tag fertig sein. Ihr müsst schon mal rübergehen über die Mauer, sonst bemannen die wieder. Dann haben wir den Salat. So, hier Nahkampf. Komm, die holen wir uns. Nahkampf. Charge. Schießen. Nee, wollen sie nicht? Okay, dann halt. So. Dann kommen wir hier gleich von der Seite. So, irgendwann hat aufgegeben, aufgegeben, aufgegeben. Ich weiß nicht wo, mal kurz Pause. Pause, Pause. Wer hat jetzt schon wieder aufgegeben? Von meinen Leuten? Hier, Junge, Randa, Randa. Komm her, du machst das auch mal von da. So, ihr Schnuckli. Holt mal da die Position. Also von mir hat keiner aufgegeben, oder? Wer zurückgerannt? Gibt's da nicht. Schweine. So, ran da. Haben wir nur Nahkämpfer hier. Ran, ran. Ran, hab ich den ganzen Tag Zeit. Her damit. Männer, los, hopp, hopp, hopp. Oh, die haben wir hier echt zurückgedrängt. Ab in
in den Wald. So. Ah, die laufen schon. Wunderbar. Die stehen noch? Die sind ja mutig. Es ist ja hart. Hardcore. Rüber hier. Kanonen nachziehen, nachziehen, nachziehen. So, den Tross auch mal hier nach. So. Oh, scheiße, hab ich schon drauf geguckt. Fort Skyrim war das, ne? Boah, jetzt kriege ich erstens Nacken, weil ich so gespannt am Monitor gucke. Gerade macht das nicht immer schön hinsetzen. Na, ich bin die ganze Zeit, die letzte Zeit immer so vorgebeugt gewesen. Quasi schon im Monitor gesessen. Ich würde hier erstmal einen Break machen. Das Video geht mir schon lang genug. Ich brauche... Ach komm, ich mache mir noch einen Kaffee. Mache ich mir noch einen schönen Kaffee. Hol mir Wasser. Und dann geht's nächstes Mal weiter mit der Schlacht bei Washington. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommentar da oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.